gemeinschaftliche Familie als öffentliches Gut, Gedankenstrich, eine Utopie gekommen sind, wobei eine Utopie natürlich nur eine rhetorische Frage ist, denn selbstverständlich meinen wir, dass partnerschaftliche Familien als öffentliches Gut realisierbar sind. Sonst hätten wir Ihnen jetzt nicht zugemutet, heute Abend hierher zu kommen, nur um irgendwelche Horizonte zu erschließen. Ich freue mich, dass wir diese Konferenz hier in dem historischen Hörsaal der Charité, das Robert-Koch-Saal, eröffnen dürfen. Sie haben gemerkt und werden es auch morgen sehen, es ist ein gewisser Restaurierungsunterschied zwischen diesem Teil des Gebäudes und der Ecke. Aber dafür kommen einem hier historische Schauer, nicht wahr, Herr Günther, der hier für alles sorgt, über den Rücken. Nicht zuletzt, weil da zum Beispiel steht, es wird gebeten, nicht zu rauchen. Also wir bitten Sie nicht zu rauchen. Nein, in Wirklichkeit ist es natürlich streng verboten. Wir sind sehr froh, dass wir hier sein dürfen. Und ich freue mich, dass wir diese Konferenz, die in Zusammenarbeit mit der norwegisch-deutschen Willy-Brandt-Stiftung organisiert worden ist und insgesamt ein Gemeinschaftsprodukt ist aller Gesprächsteilnehmer, die wir auf dem Flyer erwähnt haben, der Ihnen zugegangen ist. Die Konferenz ist ein gegenwärtiger Höhepunkt. Wir sehen aber der Zukunft mit weiteren Höhepunkten hoffnungsvoll entgegen. Des Projektes Partnerschaftliche Familie als öffentliches Gut, das wir auf der sogenannten politischen Plattform der Humboldt-Viadrina School of Governance schon 2 Jahre lang behandelt haben. Und ich hoffe, wir werden im Laufe der Zeit sowohl heute Abend schon und dann auch morgen sozusagen die Logik und auch die Konstruktion dieser Idee gut verstehen. Der Grundgedanke ist, dass wir als Governance School nicht nur eine akademische Einrichtung sein wollen mit Forschung und Lehre, sondern in gewisser Weise auch eine Nichtregierungsorganisation, eine NGO, eine aktivistische, die aus der Gesellschaft heraus längerfristige Projekte mit vorbereiten möchte. Und das geschieht auf dieser politischen Plattform. Und aus der Gesellschaft heraus heißt, dass wir Vertreter aus Politik, Unternehmenssektor und organisierter Zivilgesellschaft mit Wissenschaft und Medien zusammenbringen. Die drei, weil sie sehr wichtige Akteure, einflussreiche Akteure in der Gesellschaft sind. Wissenschaft, weil wir von ihr immer noch erhoffen, dass sie interessante Informationen und Analysen und sowas alles einspeist. Frau Färber, lachen Sie nicht, Frau Professor. Und außerdem die Medien, weil wir wissen, dass Innovationen, dass Neuerungen, dass längerfristige politische Projekte sehr viel Kommunikation brauchen in der Gesellschaft. Das kann und will man und wollen wir nicht anordnen, sondern das soll in viel Kommunikation geschehen. Ich komme am Ende meines Vortrags nochmal zurück. Ich möchte aber noch sehr herzlich der Deutschen Kreditbank als Sponsorin danken. Irgendwo sehe ich da eine Dame sitzen, die dahin gehört, der Deutschen Post, mit der wir ein Projekt zusammen machen. Und ich danke da auch, dass noch mal etwas eingetroffen ist. Dann Vodafone. Wo ist die Vodafone-Dame? Irgendwo habe ich sie gesehen. Da. Herzlichen Dank. Und VW habe ich auch schon gesehen, Volkswagen. Also Sie sehen, wir sind mächtig unternehmensorientiert. Aber wir wahren natürlich unsere kritische Distanz in dieser Kooperation. Das ist klar. Wenn wir mit diesem ganzen Vortrag, der ein bisschen Zeit brauchen wird, ich habe von meinen Mitarbeiterinnen die Erlaubnis bekommen, ungefähr 1 Stunde zu sprechen. Also stellen Sie sich drauf ein. Aber danach ist noch Zeit für Diskussion. Und wenn wir mit alledem fertig sind, dann gibt es den Wein. Der ist für mich immer ein ganz wesentliches Ziel aller Veranstaltungen. Und ich hoffe, dass wir damit auch alle Frustrationen, sofern sie entstanden sein sollten, überwunden haben. So, partnerschaftliche Familie als öffentliches Gut, eine Utopie, Fragezeichen. Um es gleich und rundheraus zu sagen, Familie ist keine Privatangelegenheit und keine Angelegenheit von Frauen. Familie ist vielmehr eine Institution mit einer dazugehörigen Lebensweise, die uns allen angelegen sein, also unser aller Angelegenheit sein muss. Denn sie übt einen entscheidenden Einfluss darauf aus, wie wir jetzt und in Zukunft leben wollen. Ob unbehaust und vereinzelt oder so, dass wir wissen können, woher wir kommen und wohin wir gehören. Ob gesund und im Fall von Krankheit und Pflegebedürftigkeit versorgt
oder alleingelassen bzw. anonymen Instanzen überlassen, denen es vor allem ums Geld geht. Dankeschön. Ob von früh an mit Grundvertrauen und gesundem Selbstbewusstsein ausgestattet, nicht zuletzt für gute Bildung, oder in der Entwicklung unserer Fähigkeiten vernachlässigt, sodass wir später nur schwer aufholen können. Ob als geduckte Wesen in Untertanen gehorsam oder als aufrechte, freie und gleiche Bürger, die miteinander partnerschaftlich und kooperativ umgehen und sich so um ihr Gemeinwesen kümmern. Ob in einer Gesellschaft mit innerem Zusammenhalt und der Fähigkeit zur Leistung ebenso wie zur Solidarität, die natürlich auch eine Leistung ist, oder in einer atomisierten, wo keiner keinen etwas angeht und alle anfällig werden für Verführungen aller Art. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an Hannah Arendts berühmte Analyse der Entstehung totalitärer Herrschaft aus der atomisierten Massengesellschaft des beginnenden 20. Jahrhunderts. Ohne gelingende Familien gibt es keine Chance für ein gutes Zusammenleben in Staat und Gesellschaft. Deshalb ist Familie kein Gedöns, sondern unser aller herausragende Angelegenheit. Aktuelle Umfragen belegen, dass eine überwältigende Mehrheit in unserer Gesellschaft das ebenso sieht. Für die alten Bundesländer haben wir interessante Vergleichsmöglichkeiten im Zeitverlauf. Seit den 80er Jahren ist gerade bei jungen Erwachsenen der Stellenwert der Familie deutlich gestiegen. Während 1984 noch weniger als die Hälfte dieser Altersgruppe der Meinung war, dass man Familie braucht, um glücklich zu sein, sind 2010 mehr als 80%, also fast doppelt so viel der Befragten dieser Ansicht. Diese Entwicklung ist von Trendforschern unter anderem damit begründet worden, dass in den letzten 20 Jahren traditionelle Sicherheiten durch berufliche Karriere oder Vermögen immer stärker in Frage gestellt worden sind. Daraus ziehen die Menschen die durchaus schlüssige Konsequenz, ihr Grundbedürfnis nach Sicherheit, das neben der Freiheit als urmenschliches Bedürfnis bezeichnet werden kann, nicht durch Geld und Karriere, sondern durch verlässliche persönliche Beziehungen zu befriedigen. Untersuchungen zum Verhältnis von Arbeit und Familie zeigen ganz im selben Sinne einen Prioritätenwandel der Menschen hin zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Arbeit. Nach interessanter Arbeit für die 93% der Befragten in einer Untersuchung des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums plädierten und der Anerkennung der eigenen Leistung, dafür sprachen sich 86% aus, gilt als drittwichtigste Priorität eine bessere Ausgewogenheit zwischen Arbeits- und Privatleben, 82%. In diesem Zusammenhang wird zudem mehr und mehr der Wunsch nach Entschleunigung unterstrichen. Auch das Deutsche Jugendinstitut kommt in seiner jüngsten Untersuchung zur Familie zu dem Schluss, dass, ich zitiere, die Solidargemeinschaft Familie und ihre informellen Ressourcen im Zusammenspiel mit öffentlichen Unterstützungsleistungen auch im 21. Jahrhundert noch eine wichtige Bedeutung haben. Zitat Ende. Im Datenreport 2011, der vom Statistischen Bundesamt, dem Wissenschaftszentrum Berlin und dem sozioökonomischen Panel des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung herausgegeben worden ist, können wir nun nachlesen, dass es 2009 8,2 Millionen Familien mit minderjährigen Kindern gegeben hat, davon 2,4 Millionen mit Migrationshintergrund, also mehr als ein Viertel. 72% waren Familien mit Ehepaaren, 19% Alleinerziehende und 9% Lebensgemeinschaften. 10 Jahre früher lebten noch 9,3 Millionen Familien in Deutschland, fast 1 Million mehr. Es gab 79% Familien mit Ehepaaren, also 7% mehr. 15% Alleinerziehende, also 4% weniger. 6% Lebensgemeinschaften, also 3% weniger. Hier zeigt sich ein klarer Wandel in nur 10 Jahren. Zusammengenommen erkennen wir zwei gegenläufige Trends. Familie wird einerseits gewünscht,
Entgegen dem steigenden Wunsch nach dieser Lebensform gibt es aber weniger Familien. Dabei nimmt die traditionelle Ehefamilie ab. Stattdessen gibt es mehr Alleinerziehende, inzwischen fast ein Fünftel, 19%, und mehr Lebensgemeinschaften. Daraus sind sowohl Folgerungen für die Definition der Familie zu ziehen, als auch vor allem für die Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, wenn wir Familie für eine wichtige Voraussetzung gelungenen individuellen wie politischen Lebens halten. Auf sie will ich unter dem sperrigen, aber auf Anhieb sicher nicht attraktiv klingenden Thema partnerschaftliche Familie als öffentliches Gut in meinem heutigen Vortrag Antworten zu geben versuchen. Ich teste diesen Titel immer überall, wo ich bin, und dann kriege ich bei wirklich sozusagen eingefleischten Familienkenner sofort, die Antwort, und bei anderen Stirnerunzeln über so einen abstrusen Titel. Also, Sie werden sehen, der Titel klingt unbequem, aber er ist durchdacht. Das muten wir Ihnen als wissenschaftliche Governance School einfach zu. Die hohe Bedeutung, die der Familie in der persönlichen Einschätzung der Menschen mehr denn je zukommt, ist nicht verwunderlich. Denn Familie ist nun einmal der vorzügliche Ort, an dem die sogenannte physische Reproduktion der Menschen und der Gesellschaft ebenso stattfindet wie die kulturelle, sowohl individuell psychische als auch soziale und politische Sozialisation. Hier werden entscheidende Weichen für die geistige und die körperliche Entwicklung der Menschen gestellt, ebenso wie für die sozialen und politischen Werthaltungen und Einstellungen der gesamten Gesellschaft. In der Geschichte der politischen Ideen haben Denker seit mehr als 2000 Jahren diesen Zusammenhang durchdacht und dargelegt, von Platons Staat, in dem es in wichtigen Teilen um Erziehung geht, über Aristoteles' nikomachische Ethik und seine Politik, bis zu Rousseaus Emile und seinen Gesellschaftsvertrag, in dem Rousseau den Zusammenhang zwischen einer bestimmten Erziehung, am Beispiel des Emile, und dem Gesellschaftsvertrag für eine Republik systematisch demonstriert. Ich kann mir das immer nicht verkneifen, diese ideengeschichtlichen Anspielungen, war ja mein Fach früher mal. Eben wegen dieses Zusammenhangs ist es dringend geboten, das Thema Familie aus der Gedönsecke herauszuholen. Es gibt unendlich viele wissenschaftliche Untersuchungen zu dem, was wir Sozialisation nennen und was die Bedingungen beschreibt, und unter denen Kinder und Eltern, denn das ist ein wechselseitiger Prozess, die Werte und Einstellungen ihres Zusammenlebens herausbilden. Sie belegen die herausragende Bedeutung von gelungenen Familien für ein gelungenes persönliches wie politisches Leben. Es macht einen Riesenunterschied, wie ich am Anfang sagte, ob kleine Erdenkinder in einer warmen, herzlichen, ihnen zugeneigten, ihnen auch etwas zutrauenden und abfordernden Umgebung aufwachsen oder in einer unpersönlichen, in der niemand Zeit für sie hat, in der sie kein Urvertrauen in ihre eigenen Kräfte wie in ihre Mitmenschen entwickeln können, in der Umsicht und Verantwortung Fremdworte bleiben und Solidarität erst recht. Es macht einen Unterschied, ob ihre kindliche Neugier und Leistungsbereitschaft gefördert oder abgewürgt wird. Wenn sie später genug Energie, Empathie, Fantasie und Intelligenz entwickeln sollen, auch um ihre Bürgerverantwortung für die Umwelt im weitesten Sinne, für Klimaschutz, Energieeffizienz, ganz allgemein für die Fähigkeit wahrzunehmen, als Bürger sowohl einen demokratischen Staat zu führen, als auch ihn durch eine vernünftige Verständigung zu beenden. Entschuldigung, nicht einen demokratischen Streit. Einen demokratischen Streit zu führen. Das war natürlich nur ein Trick, damit Sie auf das Wort Streit aufmerksam werden. Streit zu führen, als auch ihn durch eine vernünftige Verständigung zu beenden. Wenn wir das wollen, dann brauchen Familien einen Raum, in dem dies eingeübt und vor allem die psychischen und emotionalen Dispositionen dafür unterstützt werden können. Familie ist dabei sicher nicht die einzige sogenannte Sozialisations- und Betreuungsinstanz. Alle anderen, Kinderbetreuung ebenso wie am anderen Ende Kranken- und Pflegeeinrichtungen, sind von unverzichtbarer Bedeutung. Aber sie können die Familie in ihrer Grundlegung emotionaler Bindungen, Bindungsfähigkeit,
und Verantwortungsbereitschaft nicht ersetzen. Und das gilt nicht nur für die Sozialisation von Kindern, sondern auch für die Pflege kranker und pflegebedürftiger Menschen. Nicht, dass dies alles zu Hause geschehen müsste oder sollte. Viele Erfahrungen sprechen dafür, dass eine kluge Verbindung von Sorge in der Familie und außerfamilialer Unterstützung für alle am bekömmlichsten ist. Aber selbst für die Sozialisation von Kindern mit Blick auf unser Gemeinwesen ist es wichtig, den generationenübergreifenden Zusammenhang zu erleben und hier Bindungen zu entwickeln. Ob Menschen nur als Leistungsträger oder auch als Personen mit ihrem eigenen unersetzbaren Wert, ganz unabhängig von ihrer Leistung, auch als Schwache und Pflegebedürftige wertgeschätzt und gewollt werden, entscheidet sich nicht zuletzt in familiären Erfahrungen. Unsere Verfassung baut auf der Annahme auf, dass allen Menschen eine gleiche Würde zukommt, die wir respektieren müssen. Wenn wir aber nur müssen und nicht auch wollen und können, weil wir damit keine lebendige Erfahrung verbinden, dann wird diese Grundlage unserer Demokratie rissig und verliert ihre Tragfähigkeit. Übrigens kann auch diese Einsicht an einer weit verbreiteten Erfahrung anknüpfen. Nach Eltern- und Kindertagesstätten sind Großeltern die wichtigsten Betreuungsinstanzen in deutschen Familien. Im Laufe der Geschichte und auch über die verschiedenen Kulturen hinweg bis heute haben Familien in sehr unterschiedlichen Formen zusammengelebt. Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass die zeitgenössische spontane Assoziation von Familie mit der privaten bürgerlichen Kleinfamilie erst aus dem 19. Jahrhundert stammt, ein bisschen schon im 18. angefangen hat, dass Familie zunächst also keine private, sondern eine öffentlich bedeutsame Institution war. Sie umfasste in griechischer und römischer Gestalt als Eigentum der Väter den gesamten Hausstand, zu dem neben Frau und Kindern auch Sklaven, Tiere und das sächliche Eigentum gehörten. Damit war die Familie die grundlegende wirtschaftliche und auch rechtliche Einheit in der Gesellschaft. Bis heute enthält das Familienrecht wichtige wirtschaftliche Elemente, etwa im Scheidungs- und im Versorgungsrecht. Mit der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ausdifferenzierung der Tätigkeiten und Funktionen spätestens seit dem 18. Jahrhundert, die Wirtschaft spielte sich immer mehr in gesonderten Orten und Institutionen ab, änderten sich die Funktionen von Familie. Sie sollte nun vornehmlich die Bedürfnisse nach Intimität, persönlicher Nähe, Geborgenheit befriedigen. Das galt allerdings vor allem für das Bürgertum. Auf dem Lande und im Handwerk und bei den Industriearbeitern behielt Familie durchaus eine hohe wirtschaftliche Bedeutung für den Lebensunterhalt und die allgemeine Versorgung. Liebe als Grundlage für die Familienbildung, im Unterschied zu wirtschaftlichen Motiven, wurde romantisches Ideal in Teilen des Bürgertums, obwohl Heirat auch dort de facto viele ökonomische und Standeskonnotationen behielt, immerhin. Aus heutiger Sicht möchten wir nicht darauf verzichten, Ehen und Familien auf der Basis persönlicher Zuneigung zu gründen, als Ort der Nähe, der persönlichen Intimität und der Geborgenheit. Das ist ein Fortschritt, den wir bewahren wollen und in der Gegenwart auch brauchen. An dieser Stelle ist eine Klärung meines Anfangssatzes nötig. Ich muss dazu sagen, es ist heute in Zeit Online ein Interview von mir geschaltet worden. Das habe ich mit diesen provozierenden Sätzen, dass Familie keine Privatangelegenheit ist, begonnen. Habe dann aber auch erläutert, worum es sich handelt und habe gleich eine wilde Diskussion ausgelöst, was ich auch ehrlich gesagt wollte, darüber, was nun privat und was öffentlich ist. Und es ist interessant in dieser Reaktion, wie unterschiedlich die Reaktionen auf dieses Interview sind, obwohl das sehr deutlich gemacht ist, was ich da gemeint habe. Also jetzt komme ich für alle die Sorge haben, dass wir jetzt den Staat über die Familien regieren lassen wollen, auf diesen Unterschied. Ich sagte, Familie ist keine Privatangelegenheit. Da haben sich vermutlich bei einigen von Ihnen die Haare gesträubt, verständlicherweise. Denn dass die Öffentlichkeit oder der Staat über unser Familienleben bestimmen,
dass er, wie man so sagt, in unsere Schlafzimmer schauen oder über unsere Kinder verfügen sollte, dieser Gedanke wäre ein Graus. Nicht nur wegen des allgemeinen Schutzes der Privatsphäre, auf den wir genau achten sollten, sondern auch wegen der verheerenden Erfahrungen, die wir in Deutschland mit dem Nationalsozialismus, überhaupt mit totalitären Diktaturen gemacht haben, die die Familien für ihre ideologischen Zwecke missbraucht haben. Das Grundgesetz hat deshalb zu Recht sehr sorgfältig den Schutz der Familie vor solchem Missbrauch festgelegt und daran soll auch nicht gerüttelt werden. Zugleich war die Familie aber immer auch, gerade weil sie unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes steht, Gegenstand öffentlicher Gesetzgebung. Darin flossen durchaus Leitbilder, die auch die Gestalt der Familie, also die Privatsphäre, beeinflussten und dies übrigens bis heute hinein. Dabei galt in den alten Bundesländern im Unterschied zu den neuen lange Zeit das Leitbild, dass der Mann den Lebensunterhalt verdient und die Frau sich um Haushalt und Kinder kümmert. Dieser Unterschied der Leitbilder zwischen Ost und West macht sich bis in die Gegenwart in der Familienpraxis in Ost- und Westdeutschland bemerkbar. Anstoß zu Veränderungen im Familienrecht haben in den alten Bundesländern vor allem die Ziele der Gleichbehandlung von Mann und Frau, die Rechtsstellung unehelicher Kinder mit Ehelichen sowie die rechtliche Regelung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften gegeben. Die frühere Bundesverfassungsrichterin Christine Hohmann-Dennhardt spricht in diesem Zusammenhang von einer, ich zitiere, gegenseitigen Beeinflussung von Geisteshaltung, Recht und Wirklichkeit. Zitat Ende. Insofern war die Familie in der Bundesrepublik nie rein privat. Immer neue Regelungserwartungen an den Staat, gerade den privaten Raum zu schützen, lassen die öffentliche Seite von Familie zusätzlich erkennen. Bis heute bleibt es allerdings ein legitimer Gegenstand der Diskussion und der Erwägung, wie weit der Gesetzgeber auf die innere Gestalt der Familie dabei Einfluss nehmen soll oder darf. Familie ist also immer auch eine private wie eine öffentliche Angelegenheit. Da hier hochemotionale und auch ideologische Positionen eine wichtige Rolle spielen, kommt es sehr auf die Begründungen an, mit denen man gesetzliche oder allgemeiner gesellschaftliche Veränderungen anstrebt. Das gilt auch für unser Thema. Denn es enthält mehrere normative Optionen, die auf Veränderungen zielen und deshalb deutlich gemacht und begründet werden müssen. Vor dem Hintergrund der Geschichte unterschiedlicher Familienformen gilt dies sowohl für die innere Gestalt der Partnerschaftlichkeit von Familien in unserem Konferenzthema, als auch für die Behauptung, die partnerschaftliche Familie sei ein öffentliches Gut. Zunächst zur Option der Partnerschaftlichkeit. Einen durchgängigen Trend in der historischen Entwicklung von Familienformen können wir in der langsamen Ablösung der männlichen Herrschaft über die Familie zugunsten der Partnerschaftlichkeit zwischen Mann und Frau erkennen, die sich allerdings über Jahrhunderte hingezogen hat und auch heute in der Realität von gelebten Familien noch nicht abgeschlossen ist. Ich erinnere mich an so manche Szene auf der Skipiste, wo Frau und Kinder angesichts von bitterer Kälte und scharfem Wind endlich eine Mittagspause einlegen wollten, der Vater jedoch eine Durchhaltestrategie durchsetzte. Aber zumindest in unseren Breitengraden hat sich mehr und mehr das Prinzip der Partnerschaft durchgesetzt. Folgt man den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts, so ist die Ehe als traditionelle Grundlage von Familien nochmals in den Worten der früheren Bundesverfassungsrichterin Christine Hohmann-Dennhardt eine, Zitat, auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft eines Mannes mit einer Frau, begründet auf deren freiem Entschluss unter Mitwirkung des Staates, in der Mann und Frau in gleichberechtigter Partnerschaft zueinander über die Ausgestaltung ihres Zusammenlebens frei entscheiden können. Dabei sind alle Rollenverteilungen möglich. Zitat Ende. Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften werden hier unter dem Begriff Ehe nicht gefasst. Aber zwischen Mann und Frau, wo das Herrschaftsgefälle historisch am prägnantesten war,
gilt nach unserem Grundgesetz das Prinzip der Partnerschaft. Insofern ist unsere Option der partnerschaftlichen Familie von unserer Verfassung gedeckt, also keine willkürliche Wahl. Ein Unterschied zu den bisherigen Praktiken in Deutschland und auch zu manchen parteipolitischen Positionen liegt darin, dass die Begriffe der Partnerschaft, der Familie und der freien Entscheidung über die Ausgestaltung ihres Zusammenlebens unterschiedlich interpretiert werden können. Das bezieht sich zunächst auf nicht-eheliche Partnerschaften, die allerdings an Zahl so zugenommen haben und weiter zunehmen, dass immer weniger Widerstand dagegen besteht, sie als Grundlage von Familien zu akzeptieren. Anders steht es bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Während in den Vereinigten Staaten zum Beispiel Heterosexuelle ebenso wie gleichgeschlechtliche Partner Kinder adoptieren können und ein europäisches Adoptionsübereinkommen dies ebenfalls erlaubt, gilt das bisher in Deutschland ebenso wenig wie in der Schweiz. Dennoch wachsen in der Bundesrepublik immerhin ca. 6.500 Kinder in sogenannten Regenbogenfamilien heran, also bei lesbischen oder homosexuellen Partnern. Auch hat das Bundesverfassungsgericht zuletzt das Recht von Homosexuellen oder Lesben gestärkt, Kinder ihrer Lebenspartner analog zu heterosexuellen Partnerschaften zu adoptieren. Es ist vermutlich eine Frage der Zeit, dass das deutsche Recht sich dem europäischen Übereinkommen und den Regelungen zum Beispiel in den Vereinigten Staaten anschließt. Daher beschränken wir unser Verständnis von Familie nicht auf traditionell auf einer Ehe beruhende sowie auf alleinerziehende Familien, sondern schließen dauerhafte Partnerschaften und natürlich auch alleinerziehende, heterosexuelle Partnerschaften ebenso wie homosexuelle als Grundlage ein. So definieren wir Familie als menschliche Gemeinschaften, die auf Dauer angelegt, generationenübergreifend miteinander verbunden sind und verlässlich füreinander sorgen. Dabei muss es sich, wie gesagt, weder um ehelich noch um leiblich miteinander verbundene Personen handeln. Diskussionsbedarf gibt es darüber hinaus zum sogenannten freien Entschluss, nach dem Ehen und im Weiteren auch Familien ihr Leben gestalten. Hier hat die Erfahrung gezeigt, dass der Grad der sogenannten Wahlfreiheit davon abhängt, wie weit Entscheidungen durch wirtschaftlich-materielle oder durch kulturelle Gegebenheiten so weit vorgeprägt sind, dass die Freiheit de facto nur eingeschränkt wahrgenommen werden kann. Das gilt besonders für die Angleichung der traditionell unterschiedlichen Rollen zwischen Männern und Frauen, konkret für die Frage, was einer freien partnerschaftlichen Aufteilung von Berufs- und Familienarbeit entgegensteht. Die egalitäre Rollenverteilung in diesem Sinne, wie ich das eben gesagt habe, wird von immer mehr jungen Erwachsenen gewünscht, ist aber gesellschaftlich und parteipolitisch noch umstritten. Ich gebe unumwunden zu, dass sie unserer Idee einer partnerschaftlichen Familie als öffentliches Gut normativ zugrunde liegt. Nicht als Zwang, aber als wirklich freie Wahlmöglichkeit mit vielen Vorteilen. Umgekehrt darf die Forderung nach Wahlfreiheit, die zuweilen gegen eine Neuverteilung der Rollen zwischen Männern und Frauen ins Feld geführt wird, nicht als Vorwand dafür verwendet werden, überkommene Rollenverteilung indirekt zu zementieren oder gegen Neuerungen Hindernisse aufzubauen. Zu solchen Hindernissen gehören Halbtagseinrichtungen bei Krippen, Kindergärten und Schulen, alle Regelungen, die Frauen wegen der höheren Verdienste von Männern benachteiligen, Erziehungsurlaub, Ehegattensplitting, Kindergeld, sowie ganz allgemein eine Arbeitswelt, die auf die Wahrnehmung aktiver Vaterschaft ebenso wie auf ganztagsarbeitende Mütter noch ganz unzureichend eingestellt ist. Hinzu kommen erhebliche kulturelle Schranken. Der 8. Familienbericht spricht diese strukturellen Hindernisse für eine echte Wahlfreiheit teilweise an. Ich zitiere:
primäres Ziel einer nachhaltigen Familienpolitik muss es sein, jene gesellschaftlichen Strukturen umzugestalten, die die Wahlfreiheit der Lebensführung einschränken. Gegenwärtig